Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sind... Oh, haben wir schon... Waren wir schon lagern? Wir sind, ja, immer noch auf dem Himmelsgipfel unterwegs. Und machen uns auf in die nächsten Zwischenlagerpässe. Und wir haben hier 10 Items auf dieser Ebene, okay. Nummer 1. 2. Perfekt. Ein Lorblatt. Hallo. Easy besiegt. Okay, schöne Sache. 3. Die anderen Items will ich auch noch haben. Ein Roselia. Okay. 4. Und 5. Hä? Hier sind nur 5 Items. Moment. Wieso sind hier nur 5 Items? Hä? Ich versteh's nicht. Ich wache nur 5 Items und nicht 10. Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Dann halt nicht. Ah, okay. Könnt schon weiter. Radikal, hallo. Und tschüss. Hä? Ich verstehe es echt nicht, ohne Witz. Warum ist... Hä? Ich will Radikal besiegen. Danke. Gut, dann achten wir jetzt halt nicht darauf, wie viele Items hier angeblich sein sollen. Wieder 10 Items auf dieser Ebene. Oder ist es komplett... Nee, das ist nicht komplett bedingt. Ja, meine Nase juckt, Alter, was ist das denn? Ah, ätzend. Mensch. Oh, die hört nicht auf zu jucken. Das ist richtig ekliges Gefühl. Richtig ekliges Gefühl. Und wir hauen einfach alles daneben. Schon wieder. Gut. Egal. Da lag ein Item. Ein Sichtsam, okay. Ah, gehen wir mal hier lang. Ein Kekleonladen mit Kleinkiesel. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen problematisch, ne? Mann! Ja, gut, ich wusste nicht, dass mein Team, okay, nicht mit Kekleon den Platz tauschen kann. Lebensmittel wurden ungenießbar, schön. Da ist die Treppe auf jeden Fall, okay, dann gehen wir zur Treppe. Nein! Knackleon! Ziel wäre Essen, Haru. Komm, Haru, das schaffst du. Greif doch an! Was ist denn mit dir? Ein Moment. Mann, greif doch an, Haru! Danke. Hä? Warum hat das denn jetzt nicht angegriffen, obwohl er dabei war? Also bei den Pokémon war, das macht das sonst... Sonst haben... Hä? Sonst hat das doch immer funktioniert, so. G funktioniert, ja, genau. Sonst hat das doch immer funktioniert. Hä? Hm. Wir sind schon fast, ja, durchhalten, okay. Ja, pure Zwischenlage Richtung 3, übrigens, Doki... Achso. Übrigens, Doki, hast du schon zufällig schon... Warte, was? Hast du zufällig schon ein Himmelspräsent während des Aufstiegs gefunden? Ein Himmelspräsent ist ein einzigartiger Schatz, der nur auf dem Himmelsgipfel gefunden werden kann. Wie der Name nahelegt, wird es als Präsent an andere verschenkt. Und was darin ist, bleibt verborgen, bis es geöffnet wird. Eine geheimnisvolle Sache. Aber wenn derjenige es öffnet, der es gefunden hat, ist es komplett leer. Also sei vorsichtig. Ja, okay.
Wenn man ein Himmelspräsent aus Dankbarkeit verschenkt, macht es den Empfänger sehr glücklich, so sagt man. Toki, warum sendest du nicht einen Himmelspräsent an jene, die dir geholfen haben? Ja, mir hat keiner geholfen. Also, ja, abgesehen von meinem Team jetzt, aber... Ich kann noch nicht reden, ey. Mein Deutsch ist noch immer komplett scheiße. Alter, die Musik wird immer geiler. Liegt daran, dass ich eben erst aufgestanden bin. Und ja, bis ich richtig reden kann, dauert das eine kurze Weile. Ja. Die Musik ist echt cool. Ein Nocturne. Interessant. Ist jetzt nicht dein Ernst. Kommt mein Team zu mir? Ja, kommt es. Ha, hi. Willkommen zurück. Ja. Los, Shaman. Bärenkräfte, gute Sache, schöne Sache. Shaman ist weg. Nein, da kommt es, okay. Hallo, Radikal. Oh. Geh weg. Nein. Ich kann Shaman angreifen? Was? Ist das dein Ernst? Oh Mann. Das ist jetzt aber nicht unbedingt so cool. Wir verschwenden hier wieder Belebersamen ohne Ende. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Nein. Ich will nicht schon wieder auf das Feld treten. Nicht schon wieder. Dim, 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 dim. Mm-mm. Der Superzahn oder Hyperzahn hat gerade mega Damage gemacht, Alter. Ist mir kurz das Herz stehen geblieben, muss ich sagen. Ich wollte nicht schon wieder, dass wir Belebersamen verschwenden. So wie wir es die ganze Zeit schon tun, ey. Mann, das kann nicht sein. Au? Dein Ernst? Danke. Hallo Roselia, klar. Nö. Das Team ist schon voll, bestimmte Pokémon. Ja, du kommst zur Gilde. Yo. Ich glaube, das ist auch eine Änderung. In Mystery Dungeon 1 konntest du das ja, soweit ich weiß, nicht machen. Also Pokémon ins Team aufnehmen, wenn dein Team voll besetzt war. Das ist ziemlich praktisch auf jeden Fall. Und um einiges angenehmer. Also kannst du... Geil, Level 31. So kannst du mit einem kompletten Team ausgestattet weiterhin den Rest des Teams, also restliche Pokémon mit ins Team holen. Kannst du jetzt mal... Ich treff's nicht. Gut. Level 40, wow. Schön. Schön. Dürfte sich Dragon nicht, Haru nicht langsam entwickeln dürfen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon. Wir sind schon fast an der vierten Zwischenlagerlichtung. Los, noch ein kleines Stückchen. Ja. Ah, wieder so ein Dings. Ja, toll gemacht. Wir haben eine Basis errichtet. Ja, ja, sie steht euch zur Verfügung. Ja. Vielen Dank. Du bist wahrscheinlich müde, oder? Lass uns eine kurze Pause einlegen. Hilfe! Eine Hilfe? Oh, puh. Puh. Stimmt etwas nicht. Oh, der Erkunder Sneeble wird von einer dubiosen Gruppe in der Nähe der fünften Zwischenlagerlichtung drangsaliert. Oh, ich bin leider keine große Hilfe. Aber wer mich da so bitte ich mal begleiten könnte. Auf geht's. Ja, verstanden. Machen wir uns auf den Weg. Jo. Die fünfte Zwischenlagerlichtung. Oh, das sagt nichts. Nein, Toki, wir sollten uns auch beeilen. Okay. Die Musik hat aufgehört. Nein, liebe schöne Musik. Manu. Ist echt der große Apfel in den... Nein, doch nicht. Wir haben da noch einen. Okay. Wir haben zwei weitere Belebersamen verbraucht. Eieiei. Flieh auf Balme. So. Und wir nehmen... Haben wir noch ein paar Sinelbeeren, bitte? Ja, haben wir. Okay. Nochmal zwei Sinelbeeren mit. Und bitte... Appellorb. Mann, wir haben so wenig.
Was? Hä? Wir haben so wenig? Nein. Wir haben endlich einen Appellort dabei, dass, falls wir wieder getrennt werden, wir endlich unser Team zurückholen können. Warum geht Gegenschlag eigentlich so gut wie immer daneben? Das kann doch nicht wahr sein. Warum werde ich eigentlich immer vergiftet, wenn ich Rasierblatt einsetze auf Roselia? Das ist auch nicht unbedingt cool. Ist auf jeden Fall nicht unbedingt cool. Hallo Roselia. Blättertanz. Ja, bei mir trifft Blättertanz. Mit Dragon geht's die ganze Zeit daneben. Egesam, okay. Oh Gott. Skuntank. Wow. Es hat sich wegteleportiert. Ist das dein Ernst? Einfach so, eiskalt. Okay. Okay. Hallo Radikal. Aber wir... Wow, das war schönes Damage. Wir müssen uns beeilen. Irgendwas ist auf Zwischenlagerlichtung 5 los. Mann! Warum denn so viele verdammte Fallen? Kann doch nicht wahr sein. Dim, 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 dim. Mm, 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 mm. Ach, die Musik ist schön. Die Musik ist super. Ach ja. Ach ja, so ein Himmelspräsent oder sowas. Ja. Das suche ich jetzt gar nicht erst extra, da wir das eh an keinen verschicken können. Stolperfalle, dein Ernst. Stolperfalle, dein Ernst. Also wir könnten es dann irgendwie einen nicht realen Kumpel so verschicken, sag ich jetzt mal. Über Pandir, denke ich mal, an ein anderes Erkundungsteam. Aber das ist es mir, glaube ich, nicht so wert. Das muss ich jetzt nicht unbedingt sein. Guck mal, Dragon würde auch weiterkämpfen, wenn wir nicht, also wenn wir einen Schritt weiter weggehen würden. Knacklion würde uns einfach hinterherlaufen. Warum? Wo ist da die Logik? Und wieso werde ich immer vergiftet? Ich dachte, Irelia? Nein. Roselia hat diese IQ-Fähigkeit. Die, vergiftet. Guck, Dragon macht sowas. Einfach so angreifen. Die vergiftet, wenn man physisch ihr Schaden zufügt. Da unten ist ein Item, okay, das hole ich mir noch schnell. Poke. Und. Ich sehe bereits die 5. Zwischenlagerlichtung. Beeilung. Yo. Venus Liebes. Autsch. Ist alles in Ordnung, wir sind gekommen, dir zu helfen. Yo, ich weiß gar nicht, wie ich dir alles sprechen soll. Ah, wusste ich doch. Wie? Gekommen, um zu helfen? Was schätze ich eigentlich ein? Wir sind im Grenzland. Nur Feiglinge würden als Gruppe ein einzelnes Pokémon angreifen. Warum greift ihr nicht jemanden an, der euch ebenbürtig ist? Ah, das klingt nach einer spannenden Herausforderung. Hier, einen Augenblick mal. Jetzt kämpfen wir mit denen. Dein Ernst? Kann ich mit denen den Platz tauschen? Ich glaube nicht, oder? Nee, kann ich nicht. Och, komm schon. Oh. Das ist aber echt uncool. Wie viel Leben haben die denn? So. Warum setzt du in so einem Kampf Lockduft ein? Dein Ernst? Das bitte angreifen. Au. Wie viel Leben haben diese Viecher? Also das, in der Mitte dürfte auch schon fast tot sein, weil das hat Machok schon ziemlich gut zugesetzt eigentlich. Also ganz gut Damage gemacht. Wieso ist es immer noch nicht besiegt, Alter? Zack. Zack. Schöner Ruckzucki. Und wie viel Leben hat der Rest unserer Truppe, sag ich jetzt mal? Also von Machok und
Couples. Ahaha. Können wir jetzt mal irgendwen besiegen? Megasauger. Danke. Ha, besiegt. Schöne Sache. Okay, gut. Endlich. Komm, jetzt besiegt doch mal wieder wen. Der ist besiegt. Das ist schön. Der ist auch besiegt. Schön. Endlich. Immer noch nicht besiegt. Immer noch nicht besiegt. Besiegt. Okay. Oh, Knackleon gammelt da hinten rum. Was ist denn los mit ihm? Alle mal kurz innehalten. Was? Na wie, du? Oh, ein Champion aus dem Dorf. Schon ein Weichen her. Nun, anscheinend habt ihr euch kein bisschen verändert, wie ne Fliebes. Wir haben euch doch bereits darum gebeten, keinen Akunda mehr zu stören, oder etwa nicht? Ja, aber ist nie wieder angefangen. Was? Wir haben einen Schatz gefunden und er hat ihn direkt vor der Blätter weggeschnappt. Ne? Ja, wo ist er überhaupt? Ja, so ein... er hat sich mit dem Trudel davon gemacht. Was? Im Ernst? Ja, wir alle dachten, ihr werdet die Verantwortung tragen. Naja, man kann auch nicht unbedingt das Gegenteil behaupten. Hey, da haben wir uns so lange nicht gesehen, Shaman, und dann werden wir so behandelt. Oh Gott, erstmal anders hinsetzen. Ach, ist schon okay, es handelt sich um Shaman, also belasst mich dabei. Eure Entscheidung, den Berg zu besteigen, aber ich mag es nicht, wenn jedes Pokémon einfach tut, wonach es ihm gerade ist. Mach's gut. Okay. Entschuldigt ihr Verhalten. Die Venom Fliebes haben das hier als ihr Gebiet beansprucht. Sie sind wirklich nett, aber manchmal vergreifen sie sich im Ton. Ja, wir sind auch ein wenig selbst schuld. Anstatt ihnen zuzuhören, haben wir uns direkt in den Kopf verwickeln lassen. Man sollte eben nicht vorschnell Urteil fällen. Ja. Yeah. Entschuldigung. Schon in Ordnung, solange ihr versteht. Jo, machen wir. Gut, lassen wir das hinter uns und steigen weiter den Berg hinauf. Das hier ist Zwischenlager Richtung 5, ja. Wir haben einen Weg zum Gipfel geschafft. Juhu, yeah. Okay. Ach man. So viele Zwischenlagerlichtungen. Zwischenlagerpässe. Schlimm. Äpfel. Aber ich glaube. Wie viel gibt's eigentlich? 9? Ja, 9. Ja, ich glaube, es gibt 9. Das heißt, wir müssen noch 6, 7, 8 und 9 machen. Dein Ernst? Von da ganz hinten. Ich hab dich nicht ein bisschen gesehen auf der Karte oder im Bildschirm. Aber okay. Also wir könnten uns... Aber zwar schon länger, aber wir könnten uns auf jeden Fall... Guck mal, Knackleon geht einfach weiter. Zweimal entwickeln, also... Wir könnten uns schon zu Shelterra entwickeln auf jeden Fall. Wenn wir uns entwickeln können. Aber darauf arbeiten wir ja gerade hin, dass wir uns entwickeln können. Könnte zwar noch ein bisschen dauern, aber... Naja. Ja, ja. Boah, wow, das war eine Kunstpause, ja. Ziemlich lange Kunstpause. Ach man. Ein Orb. Ein Flieh-Orb. Okay. Mann! Unsere ganzen Belebersamen. Das kann doch nicht sein. Naja, wir haben ja noch ein paar im Lager, also so ist es nicht. Und wir wurden mal nicht vergiftet, was? Alter. Krass. Na, gleich, nachdem ich die Items eingesammelt habe. Geheimraum. Oh. Luxusbox. Oh, wow. Yeah. Yeah. Boxen. Wuhu. Ist ja mal geil. Ach, haben die jetzt 5 Ebenen, diese Dings hier? Wow, cool. Okay. Die Boxen waren echt, also, wow. Ich bin begeistert. Ich wollte so eine Boxen unbedingt haben. Auf jeden Fall. Yeah.
Wow. Ohne Witz. Jo. Ach, schon wieder ein Lager? Schön, dann lagern wir noch schnell unsere Items. Juhu, wir sind hier zwischen der Licht und Basis errichtet. Ja, gut, vielen Dank auf jeden Fall, ja, wisst ihr. Was? Oh, wisst ihr, von hier an ist der Berg mit Schnee bedeckt. Daher können wir keine weitere Basis errichten. Daher seid ihr von hier an auf euch alleine gestellt, okay? Tut mir leid. Überhaupt kein Problem. Wir sind froh, dass ihr überhaupt Basen errichtet habt. Die werden gute Dienste leisten. Nee, war eine Ehre. Oh, das stimmt. Von hier an. Was? Von hier an werden wir uns wirklich anstrengen, den Gipfel zu erreichen. Wir sind uns auf dem Weg. Ja, bis dahin. Okay, lass uns gehen. Yeah. Gut, dann schnell lagern. Die ganzen Luxusboxen. Und verdammt viele Orbs. Heieiei. Über einen Samen. Noch ein Apfel. Noch ein Apfel. Zwei Slimekost. Den Pilsifschal. Und nein, Moment. Dann nehmen wir nochmal. Vorsichtshalber. Zwei Belebersamen mit. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's aber erstmal mit dieser Folge. Wir sehen uns bald das nächste Mal wieder. Haut da rein.